Hallo, ich grüße euch zum Wochenendwetter hier bei Kachelmann-Wetter. Was war das gestern für ein Rekordtag? Wir sehen hier nochmal ein paar Höchstwerte vom Donnerstag und es hat wirklich gereicht von vielen Orten für über 40 Grad, sogar über 41 Grad an der Wetterstation in Lingen, wo es etwas kritisch ist, ob dieser Wert auch wirklich anerkannt wird, hat es sogar für 42,6 Grad gereicht. Da muss der Deutsche Wetterdienst noch schauen und genauer überprüfen, ob diese Werte dann auch akzeptiert werden als neuer Deutschlandrekord. Ich stelle euch die Liste mit den gesamten Rekorden, Deutschlandrekorden hier unter dem Video mal rein. Das habe ich schon zusammengestellt. Da könnt ihr euch alle Werte, die über 40 Grad waren, auch am Donnerstag noch mal genauer anschauen. Wir blicken in die Zukunft, wie es weitergeht am Wochenende. Ich fange mal an mit einer Niederschlagsummenkarte, die hier berechnet wird bis Sonntagabend. Und es werden sich große Unterschiede in Deutschland einstellen mit einer Grenze, die etwa so von Nordrhein-Westfalen rüber so bis vielleicht zum Erzgebirge bis nach Franken verläuft, wo eben westlich bzw. südlich davon teilweise kräftige Gewitter und Regenfälle ein Thema werden mit lokaler Überschwemmungsgefahr. Hier können Keller volllaufen, aber es werden auch in diesen Gebieten nicht alle betroffen sein, wie das bei Gewittern immer so ist, werden nicht alle betroffen. Es wird auch da Regionen geben dazwischen, wo es eben dann weitgehend trocken bleiben wird. Ihr müsst das Ganze kurzfristig verfolgen. Ich stelle euch hier den Link rein zu unserer Unwetterübersicht mit dem Regenradar, Stormtracking, Blitzen und so weiter. Da findet ihr alles, wo ihr das Ganze dann mit kurzfristig verfolgen könnt. Schauen wir uns das Ganze ein bisschen im Detail an, und zwar den Samstag. Da wird es eben dann vor allem so vom westlichen NRW rüber dann bis in den Süden, über die Mitte teilweise diese kräftigen Regenfälle und Gewitter geben. Das geht ja schon am heutigen Freitag teilweise los, wird sich auch in der Nacht dann noch fortsetzen. Also das beginnt sozusagen dann eben schon am heutigen Freitag. Da können dann eben lokale Überschwemmungen ein Thema werden, besonders in diesen Gewittern. Natürlich ist örtlich auch mal Sturm und Hagel dabei, aber der Regen steht im Vordergrund mit dieser lokalen Überflutungsgefahr. Sonst stellt sich eine Zone rein, relativ eng begrenzt, eine Luftmassengrenze sozusagen, wo es schon wenig weiter nach Nordosten dann eben einen Streifen gibt, der sonnig wird und auch noch mal heiß. Aber wir sehen, diese Rekordhitze, die ist vorbei. Es gibt keine Werte mehr deutlich über 35 oder gar 40 Grad. Das schwächt sich ab, das wird kein Thema mehr am Wochenende. Sonst fließt ebenso in den äußersten Nordosten und Norden dann auch so trockenwarme Luft ein. Also auch hier wird es dann nicht ganz so heiß werden. Wir schauen weiter auf den Sonntag, wo sich doch große Gegensätze einstellen werden. Im Südwesten und Süden dann doch eine deutliche Abkühlung. Hier wird es immer mal wieder regnen, viele Wolken geben, auch einzelne Gewitter sind noch möglich. Ansonsten wird es auch im übrigen Land nach Norden und nach Osten hin einzelne Schauer und Gewitter geben. Viel wird es hier auf die Fläche aber nicht sein, wie wir ja schon an der Niederschlagsummenkarte gesehen haben. Aber hier wird es dann eben auch sommerlich warm werden. Insgesamt dann doch recht freundliches Wetter, was sich hier einstellt, wenn man das als freundlich sehen will. Denn Regen wird auch hier natürlich ordentlich gebraucht und das wird wirklich nur punktuell mal mit einzelnen Schauern und Gewittern der Fall sein werden. Wir schauen dann am Montag weiter mit dem Wochenausblick, wie es weitergeht. Ihr könnt den Trend für euren Ort schon mal schauen. Den stelle ich euch hier oben rein. Ich mache mich dann auf in den Pool wieder. Bis zum nächsten Video und ciao.